Hallo. Willkommen zum neuen Vlog. Wir sind heute schon im YouTube-Studio, beziehungsweise gestern habt ihr es schon gesehen, das ist auch gleichzeitig unser Büro. Und wir wollen euch heute zeigen, was wir so im Büro haben, also die Möbel, Garnituren und so weiter. Wir machen einen kleinen Schandfleck da drüben, da hinten. Da sind die ganzen Kamerataschen versteckt und wir wissen noch nicht ganz, wie wir das lösen sollen. Wir haben deswegen einen neuen Schrank gekauft. Da wird das dann alles verstaut, dann nehmen wir euch mit. Und ja, und nicht wirklich einen Platz hat. Also wir wissen noch nicht wirklich, ob der so stehen bleibt oder ob wir den woanders hinstellen wollen. Das schauen wir uns jetzt alles an. Genau, und zusätzlich danke für die... Danke für die ganzen Kommentare gestern, es hat uns voll gefreut. Ja, wirklich, cool. Ja. Und eine Frage war gestern. Genau, mit dem, weil das zum Büro ganz gut passt, welche PCs und Festplatten und so weiter wir verwenden, auf das werden wir auch eingehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Willkommen in unserem Büro. Ja, also wir haben da in der Mitte die Schreibtische. Dann hier eben den Stehtisch, das haben wir gestern schon gezeigt. Und hier noch ein Regal, ein offenes. Auf dieser Wand haben wir diesen YouTube-Platz. Und da erzählen wir euch gleich ein bisschen was dazu. Okay, wir fangen jetzt gleich mit unserem YouTube-Eck an. Und ursprünglich war das, wir haben schon immer gedacht, wir wollen YouTube machen. Es war aber jetzt nie so geplant, ehrlicherweise. Und deswegen hat Corinna gesagt, okay, sie mag, wir haben sonst alles sehr, sehr weiß in der Wohnung. Und auch das Büro ist sonst weiß, sie mag einen Farbtupfer haben. Und insgesamt ist dann so diese Ecke entstanden, weil ich noch gesagt habe, ich würde gern in jedem Raum eine Couch haben. Weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber ja, das war das Konzept und vielleicht magst du noch mehr dazu erzählen. Das ist so ein bisschen Rostoptik und finde, da passt die gelbe Couch ziemlich cool dazu. Das Bild hat Stefans Mama gemalt, dieser Traumfänger-Mond, den haben wir geschenkt bekommen in Thailand und ja, da haben wir noch zwei so Regale und alles ist so ein bisschen in Boho Industrial Style, würde ich sagen. Auf der nächsten Wand ist so ein bisschen ein Moodboard von uns, das ist, ja, eigentlich sind es viele Erinnerungen, die da oben sind, da ist unser Plan, Jahresplan, den haben wir schon einmal hergezeigt in einem Video und dann haben wir dieses offene Regal. Trocknete Blumen. Ja, das ist einfach ein bisschen ein Stauraum und ein paar Dokumente, Mappen. Da haben wir Zeitschriften und Bücher, wo wir schon veröffentlicht worden sind mit den Hochzeiten. Unser Musteralbum, das ist ziemlich cool. Dann haben wir hier, also da sind wir auch veröffentlicht, da haben wir ein paar Bücher und Zeug, was wir halt so brauchen für die Hochzeiten hauptsächlich. Ja, unsere Schreibtische, die sind selbst gemacht, da hat Stefan und sein Papa, die haben die gemacht, das ist ein Eichenholz und die Steher sind aus Eisen. Genau, also das ist mein Platz, wo ich den jetzt momentan nicht nutze, weil ich nicht sitzen kann und das ist Stefans Platz. Der sehr, sehr schön ist und sehr ordentlich. Genau, dann haben wir hier noch ein Regal. Das ist ziemlich voll und ziemlich... Ja, da planen wir auch so eine Platte noch. So eine Platte, wo wir vielleicht die Sachen dann aufladen können, Akkus und so. Das ist eigentlich nämlich ein zweiter Schandfleck und da haben wir die ganzen Ladegeräte und wenn wir auf eine Hochzeit gehen oder kurz davor, die Wochen, wo das ist, dann sieht es da immer wirklich aus, weil wir eben alle Akkus hier laden und das sind, glaube ich, 12 Akkus also die kleineren Sony-Akkus FP50 und ein paar von den großen. Also das nimmt immer sehr viel Platz in Anspruch. Genau, unser Drucker, Scanner, genau. Und sowas. Dann mein Stehtischplatz, den ich sehr gern habe. Und den haben wir auch selbst gemacht. Also das ist eigentlich unser Stehtisch für, wenn wir auf Hochzeitsmessen sind. Also wir waren auf 2 oder 3 Hochzeitsmessen. Ist jetzt nicht unbedingt unser Ding. Für manche funktioniert das sehr gut. Wir fühlen uns jetzt nicht hundertprozentig wohl. Aber der Tisch ist als Stehtisch, also wir haben das schon so gedacht, dass man ihn als Stehtisch verwenden kann. Und halt dort dann, um Sachen herzuzeigen.
Also alles selbst geschweißtes Gerüst und ja, das ist so eine Pressspanplatte. Ja, und dann haben wir noch diese neue Kommode, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, wo wir das hinstellen sollen am besten, ob das da stehen bleibt, und das werden wir dann einräumen, dass die Rucksäcke und die Kameras und alles einen Platz haben. Okay, dann kommen wir zu unseren PCs, beziehungsweise eigentlich sind es ja MacBooks. Also wir sind mittlerweile schon sehr, sehr lange umgestiegen von Windows auf Mac und würden jetzt eigentlich nicht mehr zurückwechseln. Man zahlt zwar mehr für die Geräte, aber es zahlt sich unserer Meinung nach wirklich aus, weil sie einfach sehr, sehr stabil laufen. Und das ganze System mit Smartphone und so weiter funktioniert sehr gut. Und wir haben zwei MacBooks, damit wir mobil sind. Wir sind jetzt nicht so top ausgestattet, leider. Also wir machen das immer, wenn wir Equipment kaufen, sehr, sehr langsam. Und kaufen dann, wenn wir das Geld haben, also wirklich haben und nicht sofort alles neu. Wir haben hier einmal ein sehr, sehr altes MacBook 15 Zoll von 2014 mit Quad-Core-Prozessor, also vier Prozessoren, 2,4 GHz, dann 16 GB Arbeitsspeicher und die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GT 750N mit 2048 MB. Der ist ganz, ganz gut zum Arbeiten. Ich habe mich bewusst für den entschieden, weil der noch die ganzen anderen Anschlüsse hat. Die neueren haben die teilweise nicht mehr. Und ich denke, die Technik war da noch nicht so weit. Deswegen passt das für mich ganz gut. Und dann haben wir einen noch älteren. Das ist ein MacBook von 2013, oder? Stimmt das? Ja, 2013. Genau, 13 Zoll. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, ca. 2,4 GHz. Und auch 16 GB RAM, aber das ist, glaube ich, nur ein Dual-Core-Prozessor und hat keine dedizierte Grafikkarte. Also der hat eine dedizierte Grafikkarte, was so viel heißt wie, dass eine eigene Grafikkarte verbaut ist und der nutzt die Grafikkarte vom Chip, also vom Prozessor. Der ist ganz gut zum Arbeiten, Bilder bearbeiten gehen auf beiden flüssig und funktioniert gut. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Das nächste, wo wir leider noch keine optimale Lösung haben, ist mit Festplatten. Also wir arbeiten mit externen Festplatten zum Sichern und zum Arbeiten. Also wir haben da verschiedene, von den verschiedenen Jahren die Festplatten, teilweise mit doppelten Sicherungen und woanders aufbewahrt, damit mit den Daten nichts passieren kann. Das ist auch unser Workflow. Das heißt, beim Sichern wird immer doppelt gesichert. Teilweise dreifach und ja, es wird doppelt, wir kommen heim, wir haben die Speicherkarten, die werden reingesteckt und wird doppelt auf Festplatten gesichert. Wenn wir unterwegs sind, ist dann eine Kopie noch auf den SD-Karten. Zu Hause dann, die Festplatten werden nur fürs Zwischenlagern, mehr oder weniger, also fürs Endlagern verwendet, und dann haben wir noch zwei Festplatten, die Lazy, die wir fürs Arbeiten verwenden, und hier eine Samsung T5 SSD-Festplatte. Wahrscheinlich werden wir da mal aufrüsten und irgendwann vielleicht auf ein NAS-System aufrüsten müssen, damit das wirklich sehr gut entgespeichert ist, weil das ist natürlich nicht optimal. Wir müssen immer, wenn wir was bearbeiten, entweder auf die SSD oder am Computer, damit man halbwegs die Geschwindigkeiten hinbekommt. Das wäre vielleicht mit einem NAS um einiges angenehmer. Wir haben jetzt bewusst zwei Laptops. Auch wenn wir jetzt neue Geräte kaufen würden, wäre sicher ein Laptop dabei und das andere vielleicht ein Standgerät oder zwei Laptops und ein Standgerät. Es ist einfach sehr praktisch, wenn man unterwegs auch arbeiten kann. Wenn wir zum Beispiel auf einer Hochzeit sind und wir wollen schnell die Bilder bearbeiten, damit das Brautpaar am nächsten Tag schon 10 Bilder hat, dann ist es einfach wirklich super praktisch, wenn man den Laptop mit hat und das machen kann. So, dann kümmern wir uns jetzt um diese Kommode. Ja, also es ist ziemlich viel Platz drinnen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen reingegeben. Das werden wir aber alles nochmal neu sortieren. Das war's jetzt auch schon wieder von uns mit unserem Studio-Vlog. Wir hoffen, es war was dabei für euch, ihr konntet euch was mitnehmen.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend. Genau, und wenn es Anregungen gibt oder ihr was sehen wollt, dann einfach in die Kommentare damit. Genau. Und sonst gibt es morgen dann das Themenvideo von dir wieder. Genau. Und den nächsten Vlog gibt es dann am Freitag. Okay, gut, dann schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.